Okay, ich grüße euch aus der Ostschweiz. Ich bin ziemlich nah an euch dran. Da sind ziemlich viele Berge dazwischen und der Rhein. Aber ansonsten keine große Distanz. Deshalb bin ich auch mit dem Vorarlberg recht verbunden, weil ich da ziemlich oft unterwegs bin, wenn nicht gerade Pandemie ist. So, ich fange direkt an mit dem Thema. Alle Mikrofone aus? Hört ihr mich? Okay. Also, ich fange jetzt an mit dem Thema das Leben neu denken, von der Sterblichkeit zur Geburtlichkeit. So habt ihr ja den Abend betitelt. Und ich fange an mit einem Wort, was ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt. Das Wort heißt Narrativ. Ist im Moment so ein bisschen ein Modewort. Alle wollen neue Narrative. Es ist aber so ein bisschen ein wolkiges Wort, nicht so klar definierbar. Und genau deshalb ist es eigentlich geeignet, um zu erklären, worum es jetzt eigentlich heute Abend gehen soll, bei dieser Frage Sterblichkeit und Geburtlichkeit. Ich fange also mit diesem Wort Narrativ an. Was ist ein Narrativ? Ein Narrativ ist eine sinnstiftende Erzählung. Wir erzählen einander ja eigentlich andauernd Geschichten, manchmal einfach so alltäglich, aber manchmal auch, um dem Leben einen Sinn zu geben. Zum Beispiel sind im Moment ziemlich en vogue die Geschichte vom Markt, der sich selber regelt. Habt ihr sicher alle schon gehört. Oder die Geschichte von der Welt, die sowieso demnächst untergeht, weshalb wir eigentlich gar nichts mehr unternehmen können. Oder die Geschichte vom starken Mann, der die schwache Frau beschützen muss. Oder die Geschichte vom Storch, der die Kinder bringt. Viele Leute sagen heute auch, dass wir angesichts der Klimakrise neue Narrative brauchen. Die Narrative sind meistens von Bildern begleitet, innere Bilder oder auch äußere Bilder. Manche dieser Bilder sind altbekannt, andere kommen neu zur Welt. Und darum geht es heute vor allem im zweiten Teil meines Vortrags. Ich zeige euch jetzt drei Bilder, hinter denen sich bekannte und weniger bekannte sinnstiftende Erzählungen, also Narrative, verbergen. Ich zeige die Bilder zunächst einfach alle drei hintereinander und zwar ganz unkommentiert. Oh, da. Halt, das war's nicht. Damit fangen wir an. So. Und das dritte Bild. Da muss man sich erst so ein bisschen zurechtfinden, aber ihr seht, was das sein soll. Das erste Bild zeigt den gekreuzigten Christus, und zwar fast nackt. Vergleichbare Bilder wie das hier finden sich in vielen Kirchen, in katholischen Gegenden auch draußen, zum Beispiel an Wegkreuzungen. Seit der Gotik wird Christus so dargestellt, dass Schmerz und Leid ausdrücklich sichtbar sind. Vor allem durch den Gesichtsausdruck, durch die Nacktheit und die offene Wunde an der Seite. Viele Gläubige haben in diesem Bild die Sterblichkeit schon unzählige Male meditiert. Was sie dabei genau empfinden, das möchte ich offen lassen. Das zweite Bild, die Madonna mit Kind. Das ist eher eine Idylle. Hier ist kein Schmerz, kein Blut, keine Wunde zu sehen. Manchmal ist zwar auch auf solchen Weihnachtsbildern Nacktheit dargestellt, aber die ist dann immer schön weiß und sauber. So stellt man sich bei uns die Geburt vor. Das dritte Bild, das ist die Geburt von Otto Dix aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Dieses Bild ist eine Seltenheit.
Es ist nämlich ein Blick auf das tatsächliche Geborenwerden. Das Durcheinanderkommen am Anfang jedes menschlichen Lebens. Dieses Bild hat wahrscheinlich noch fast niemand in unserer Kultur ausführlich meditiert. Aber es ist da. Jetzt erinnere ich Sie an den Text, mit dem wir zu diesem Salon eingeladen haben. Wahrscheinlich haben Sie den ja gelesen. Ich zitiere. Wir sind alle geboren. Geburtlichkeit ist somit der Ursprung unseres Zusammenlebens. Dennoch leben wir in einer geburtsvergessenen Gesellschaft. Viele Jahrhunderte lang haben Philosophen und Theologen Menschen nur als die Sterblichen wahrgenommen. Die Sterblichen, das ist ein Wort, was zwar auch in der Alltagssprache nicht so häufig vorkommt, was die meisten aber aus der Lektüre philosophischer oder theologischer oder literarischer Texte kennen, zum Beispiel aus dem Philosophieunterricht. Die Geburtlichen hingegen ist ein ziemlich ungebräuchliches Wort. Das gibt es in der Medizin, aber in der Philosophie oder in der Theologie gibt es das bis heute kaum. Jetzt als nächstes möchte ich mich dem gängigen Narrativ der Sterblichkeit zuwenden. Was ist die Grundstruktur dieses Narrativs von der Sterblichkeit? Das geht kurz zusammengefasst folgendermaßen. Man sagt uns, dass der Mensch eigentlich eine unsterbliche Seele ist. Der Mensch ist eigentlich reiner, körperloser Geist. Geboren zu werden bedeutet für die unsterbliche Seele, dass sie in einen Körper eingeschlossen wird, wie in ein Gefängnis. Das griechische Wort Materie, Materia, Materie, das hängt ja mit dem Wort Mater zusammen und Mater heißt Mutter. Das heißt, dieses Körpergefängnis, in das der unsterbliche Geist, der der Mensch eigentlich ist, eingeschlossen wird mit der Geburt, dieses Körpergefängnis ist ausdrücklich als das Mütterliche bekannt. Materie, das Mütterliche, ist im Narrativ der Sterblichkeit also ein Gefängnis. Ich kann es auch moralischer ausdrücken. Die Mütter, wir, also ich zum Beispiel, sind schuld daran, dass unsterbliche Seelen zu sterblichen Menschen werden. Das Mütterliche, die Materie, wird hier also gesehen als Widerpart oder sogar Feindin des Geistes. Denn die Mutter bewirkt, dass der Geist Körper wird. Dass er also in seiner Seelenruhe gestört wird durch Zustände wie zum Beispiel Hunger oder Durst, Lust, Abscheu, Krankheit, Schwäche, Müdigkeit und so weiter. Alles Dinge, die es in der Ewigkeit nicht gibt. Verständlich ist dann natürlich, dass der Geist lieber für sich alleine wäre, ohne Körper, ungestört. Und logischerweise strebt die Seele danach, das Gefängnis wieder zu verlassen, also zu sterben. Sterben bedeutet in diesem Narrativ der Sterblichkeit diesen unwürdigen, lästigen Zwischenzustand des Geborenseins, kann man auch Leben nennen, zu verlassen. Sterben bedeutet, in die Ewigkeit, das eigentliche Reich der unsterblichen Seele, zurückzukehren. Das Sterben ist also die Befreiung und der Anfang, nicht das Ende, sondern der Anfang des eigentlichen Lebens für diese unsterbliche Seele. Dieses Narrativ der Sterblichkeit, das hat einen beispielhaften Ausdruck gefunden in einer Geschichte, in einer Urgeschichte der westlichen Kultur, die ich Ihnen jetzt gleich erzählen werde. Das ist nicht aus der Bibel, sondern es ist die Geschichte vom Tod des Sokrates. Die ist aufgezeichnet im Buch Phaidon. Das ist so ein kleines Büchlein, Reklamheft, also nicht viel zu lesen, von Platon. Die stammt also aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Die Geschichte geht folgendermaßen, vielleicht kennen Sie sie, aber ich erzähle sie Ihnen trotzdem nochmal. Sokrates ist von der athenischen Obrigkeit zum Tod verurteilt worden. In der Urteilsbegründung heißt es, er habe die Leute zum Aufruhr verführt. Jetzt sitzt er am Anfang der Geschichte im Gefängnis und er soll bald das tödliche Gift trinken. Neben ihm sitzt seine Frau Xantippe mit seinem und ihrem kleinen Sohn, also mit einem Baby oder Kleinkind. Die sitzt da jetzt also und da kommen die Freunde des Sokrates herein und die wollen sich jetzt von ihm verabschieden. Als Xantippe diese Freunde, also Männer, sieht, da sagt sie,
Ach Sokrates, schau, da kommen deine Freunde, um ein letztes Mal mit dir zu reden. Was macht jetzt Sokrates? Der ist jetzt also in der Situation zwischen seiner Frau und seinem Kind und seinen männlichen Freunden. Er unterbricht Xantippe. Er lässt sie nicht ausreden, denn was sie sagt, ist seiner Meinung nach dummes Weibergeschwätz. Sokrates lässt Xantippe abführen mitsamt dem Kind. Sie muss also weg und es heißt beim Phaidon, sie hat sich übel gebärdet, also sie hat gejammert und geklagt und wurde dann also abgeführt. Kaum sind die beiden verschwunden, erklärt Sokrates in einem ziemlich langen Vortrag den Männerfreunden sein Verständnis von Leben und Tod. Für ihn ist es eben genau nicht so, dass seine Freunde jetzt zum letzten Mal mit ihm reden. Denn eben mit dem Tod beginnt ja die Ewigkeit und damit das eigentliche, das freie Leben der unsterblichen Seele. Nur für so unverständige Leute wie Xantippe ist das Sterben ein Grund zur Trauer. Denn es kann einem denkenden Menschen, also einem Philosophen, ja eigentlich nichts Besseres passieren, als dass er auf der Höhe seines Lebens die Welt verlassen darf, ohne die Mühen des Alters zu ertragen. Entsprechend ruhig und gelassen vollzieht Sokrates dann nach seinem Vortrag das Todesurteil an sich selber. Also er trinkt ja dann den Schierlingsbecher. Er lässt sich das Gift bringen und trinkt es in aller Ruhe aus. Jetzt können seine Freunde sich nicht mehr an sich halten und sie fangen einer nach dem anderen an zu weinen. Sokrates, der sich jetzt gerade in aller Ruhe zum Sterben bereit macht, versteht das nicht. Also, oder er tut so, als ob er es nicht verstehen würde. Er sagt, was macht ihr denn da, ihr komischen Leute? Ich habe doch deswegen die Frau weggeschickt, dass hier kein weibisches Gejammer ausbricht. Als Sokrates das gesagt hat, hören die Männer auf zu weinen und, das ist interessant, sie schämen sich. Sie schämen sich für ihre Trauer. Tatsächlich ist Trauer angesichts des Sterbens für Sokrates weibisch und ein Grund, sich zu schämen. Soweit dieses Narrativ der Sterblichkeit. Das ist Ihnen wahrscheinlich nicht ganz fremd. Es ist zwar, heute wirkt es schon so ein bisschen als altmodisch, aber auch in unseren modernen oder postmodernen Weltkonstruktionen spielt diese Idee, dass das richtige Leben irgendwann mal später erst stattfindet, doch eine ziemlich gewichtige Rolle. Das Später muss heute allerdings nicht mehr unbedingt der Himmel, die Hölle oder die Ewigkeit sein. Es kann auch zum Beispiel das Wochenende sein, der Urlaub, der nächste Karriereschritt, die Pension, der Lottogewinn und so weiter. Alles so schöne Später wie die Ewigkeit für Sokrates. Wahrscheinlich kommen wir nachher im Gespräch auf diesen Punkt nochmal zurück. Ich gehe jetzt aber über zum Narrativ der Geburtlichkeit. Wie sieht denn eine Geburt jetzt in Wirklichkeit aus? Wir haben ja vorher das Bild von Otto Dix uns angeguckt. Und auf diesem Bild kann ich keine unsterbliche Seele sehen, die in Materie hineinschlüpft. Was sehe ich denn da? Ich sehe, dass ein kleiner, in Wirklichkeit, das sieht man jetzt auf dem Dix-Bild nicht so gut, aber in Wirklichkeit, Sie wissen das alle, ein kleiner, blut- und schleimverschmierter, also nicht sehr weißer und sauberer Mensch aus einem großen Menschen herauskommt. Meistens ist es ein längerer Prozess, und jede Geburt ist ganz anders. Oft sind allerdings Schmerzen, Schreie, Angst und große Anstrengung beteiligt. Wenn es gut geht, ist jemand dabei und hilft, zum Beispiel eine Hebamme. Vor, während und nach der Geburt gibt es ganz unterschiedliche Gefühle. Glück oder Angst, Hoffnung, Schmerz, Kraft, Stolz, Schwäche, Erschöpfung, Liebe, Zuversicht und noch viel mehr. Die Geburt ist ein Durcheinander. Sie ist nicht schön sauber und weiß wie die Madonna vorhin von Mantegna, sondern es ist, wie gesagt, ein Durcheinander. Durcheinander kommen die Menschen in die Welt. Wenn es gut geht, werden sie von einem fürsorglichen Miteinander empfangen. Nicht nur von Hebammen, sondern auch von Müttern auf jeden Fall, Vätern, Tanten, Onkel, Nachbarn, Freundinnen, Großeltern und so weiter. Ein ganzes schönes Gewebe.
Jemand durchtrennt dann die Nabelschnur, mehr oder weniger früh. Manchmal dauert es noch ein bisschen. Das kommt darauf an, wie die Hebamme das gelernt hat. Und dann fängt der oder die Neuankömmling auf Erden selber an zu atmen, zu trinken, zu scheißen, zu sehen, zu hören und so weiter. Später fängt sie dann an zu sitzen, zu stehen, zu laufen, zu sprechen. Soweit ist meine Enkelin jetzt gerade. Die fängt jetzt gerade an zu sprechen oder ist schon ein bisschen länger dran. Die fängt an, ich und du und wir zu unterscheiden. Noch später lernt die Neuankömmlingin lesen und schreiben, Moral und Tradition, Freiheit und Respekt, Gefühle und Sprachen und noch viel mehr. Immer unterstützt durch Ältere. Der Begriff Eltern kommt ja von Ältere, die, wenn es gut geht, schützen und nähren und begleiten. Es geht nicht immer ganz gut, aber Neulinge, die überhaupt keine Fürsorge bekommen, die können nicht überleben. Also alle, die überlebt haben, haben zumindest ein Minimum an Fürsorge von den Älteren erfahren. So geht dann das Durcheinander immer weiter über Jahre. Und schon bald wird dann die Fürsorge gegenseitig, ein Geben und Nehmen. Also das Kind fängt an, auch für die Eltern sich zu sorgen. Die Eltern sorgen weiterhin für das Kind. Ich sage gerne nicht Eltern, sondern Ältere, weil das sind ja eben nicht nur Papa und Mama wie in der Kleinfamilie, sondern ganz viele Ältere. Und es stimmt, das, was Sokrates so lästig fand, das existiert. Hunger, Durst, Müdigkeit, Schwäche, Krankheit, Angst, Gier, Verzweiflung, das existiert alles im Leben. Aber außerdem gibt es auch Gesundheit, Freude, Neugier, Lust, Hoffnung, Gemeinschaft, Spiel, Musik, Tanz, Lernen, Schaffen, Genuss. Halt das reale Dasein. Bis man dann eines Tages stirbt. Ob danach dann auch noch was kommt, also diese Ewigkeit, auf die Sokrates sich so freut, das kann niemand wissen. Nur Gott, so nennen die frommen Leute das, kann es wissen. Und deshalb ist es sehr sinnvoll, die Frage, ob Sokrates seine Freunde irgendwann wieder sehen wird, einfach Gott zu überlassen und nicht selber entscheiden zu wollen. Sokrates weiß es ja ganz genau. Aber andererseits hat er gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, soll er gesagt haben. Das heißt, wir überlassen diese Frage am besten dem Göttlichen und wenden uns als Geborene, Geburtliche dem zu, was uns erreichbar ist und was unsere Aufgabe ist. Vieles von dem, was Sokrates auf die Nerven geht, das lässt sich tatsächlich nicht aus der Welt schaffen. Aber es lässt sich gestalten. Hunger zum Beispiel, das werden wir immer haben, immer wieder haben. Und deshalb ist es wichtig, gute Lebensmittel für alle zu erzeugen und sich in der Kochkunst zu üben. Auch Durst lässt sich nicht abschaffen. Deshalb braucht es trinkbares Wasser für alle. Es braucht auch Tee und Saft und Bier und Wein und was wir so alles trinken. Krankheit und Tod werden leider auch bleiben. Und deshalb auch Angst und Verzweiflung. Deshalb entwickeln wir Heilkunst und können einander pflegen und begleiten. Wir können Impfstoffe erfinden und sie hoffentlich gerecht verteilen. Unfälle, Schwäche, Müdigkeit, Alter, das gehört alles zum Leben der Geburtlichen. Was wir tun können und sollten, ist dafür sorgen, dass alle genug zum guten Leben haben. Davon sind wir weit entfernt. Alle 7,5 Milliarden Menschenwürdeträgerinnen und Menschenwürdeträger, die irgendwo auf der Erde durcheinander zur Welt gekommen sind und die jetzt zusammen die Erde bewohnen, alle sollen bekommen, was sie zum Leben brauchen. Das ist unsere Aufgabe als Geburtliche. Das ist es, wofür wir arbeiten, bezahlt oder auch unbezahlt. Und das ist es auch, was wir Politik nennen oder was wir Wirtschaft nennen. Es ist das Eigentliche. Das Eigentliche ist nicht unsichtbar, wie Sokrates meinte, sondern das Eigentliche ist genau dieser Lebensinhalt für geborene, geburtliche Menschen. Wenn ich mich und alle Menschen als geburtlich wahrnehme, so wie zum Beispiel Otto Dix das aufgezeichnet hat, dann muss ich also nicht fantasieren, dass wir eigentlich etwas anderes, etwas Unsichtbares sind. Ich kann einfach hinschauen und sagen, das Eigentliche ist hier und jetzt. Und dann heißt die Folgerung, es gibt viel zu tun. Denn dieses Dasein und Tun ist
das Eigentliche. Das lateinische Wort Natur, das wissen Sie vielleicht auch, das leitet sich ja vom Verb nasci ab. Nasci heißt geboren werden. Natur ist also, hängt eng zusammen mit dem Wort geboren werden oder mit dem Faktum der Geburt. Natur ist alles, was wir uns nicht selber verdanken. Wir verdanken ja eigentlich fast gar nichts uns selber, weil wir eben geboren sind und geburtlich. Wenn wir die Natur zerstören, und das ist wichtig, und das hat man uns im Patriarchat tatsächlich ausgetrieben, weil man uns gesagt hat, eigentlich sind wir unsichtbar und ewig. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn wir Natur, also das, was uns umgibt, was wir nicht selber uns verdanken, wenn wir das zerstören, dann zerstören wir uns selber. Auch das Wort naiv leitet sich ab von diesem Verb nasci. Naiv oder auch nativ sind Leute, die keine geheimnisvollen Hinterwelten erfinden, sondern hinschauen und sagen, was ist? Was ist denn? Wir kommen durcheinander. Wir sind Anfängerinnen und Anfänger und haben viel zu tun, damit das Zusammenleben hier auf der Erde schön wird oder schön bleibt. Schon im Jahr 1958, das heißt, bevor die neue Frauenbewegung angefangen hat, über die Ursachen und die weitreichenden Auswirkungen des patriarchalen Narrativs der Sterblichkeit nachzudenken, hat eine Philosophin, nämlich Hannah Arendt, eine politische Denkerin in jüdischer Tradition, menschliches Dasein und Handeln vom Anfang her gedacht, also von der Geburtlichkeit her. Sie hat damit dem postpatriarchalen Narrativ der Geburtlichkeit wichtige Anstöße gegeben. Und deshalb möchte ich jetzt auch, bevor wir dann ins Gespräch eintreten, auf das ich schon ganz gespannt bin, ein paar Sätze aus dem Buch Vita Activa von Hannah Arendt zitieren. Sieht so aus, das Buch ist bei mir total zerflettert, weil ich da so oft drin lese. Vor allem in dem Kapitel Das Handeln, da steht es nämlich drin über die Geburtlichkeit. Wenn Sie da so ein bisschen jetzt inspiriert sind von diesem ganzen Denken, dann lesen Sie am besten das Kapitel Das Handeln aus der Vita Activa. Da steht alles Wesentliche drin. Sie müssen nicht das ganze Buch lesen. Also ein paar Passagen, die lese ich jetzt ziemlich schön langsam vor, weil es ist schon eine philosophische Sprache. Sie müssen auch nicht alles ganz genau verstehen, aber es ist einfach schön zum Zuhören aus der Vita Activa. Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein. Die existierte, bevor wir in sie geboren wurden. Und diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, in der wir die nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleichsam die Verantwortung dafür auf uns nehmen. Geboren werden heißt, als unverwechselbarer Mensch in die bereits vorhandene Fülle der Welt eintreten und, jetzt kommt wieder ein Zitat, und in dieser Welt selbst aus eigener Initiative etwas Neues anfangen. Weil jeder Mensch aufgrund des Geborenseins ein Initium, ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, deshalb können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen. Initiative ist ein ganz wichtiges Wort in diesem Zusammenhang dieser anders gedachten Freiheit. Freiheit ist nicht das Gegenteil von Abhängigkeit, sondern Freiheit existiert immer nur in Abhängigkeit, weil wir als Menschen aus der Abhängigkeit ja gar nie rauskommen. Das war auch der Trugschluss vieler patriarchaler Philosophen, die dachten, wir können, wenn wir in die Ewigkeit eingehen, dann sind wir unabhängig. Wer weiß, ob wir in die Ewigkeit eingehen. Hannah Arendt hat auch den Begriff der Freiheit ganz neu definiert, von diesem Denken der Geburtlichkeit her. Freiheit bedeutet bei ihr, dass Menschen das Neue, das in die Welt kam, als sie geboren wurden, handelnd als einen neuen Anfang in das Spiel der Welt werfen. Das ist auch sehr wichtig für das Denken der Geburtlichkeit, vor allem bei Hannah Arendt, aber überhaupt. Jeder Mensch ist einmalig. Wir sind nicht alle irgendwie unsterbliche Seelen ohne Identität, ohne Originalität, sondern jeder einzelne Mensch von diesen im Moment fast 8 Milliarden
Menschenwürdeträgerinnen und Menschenwürdeträger. Jeder Einzelne und jede Einzelne sind einmalig. Muss man sich mal vorstellen. Und jetzt nochmal, Hannah Arendt. Das Wunder besteht darin, dass überhaupt Menschen geboren werden und mit ihnen der Neuanfang, den sie handelnd verwirklichen können. Kraft ihres Geborenseins. Nur wo diese Seite des Handelns voll erfahren ist, kann es so etwas geben wie Glaube und Hoffnung. Also jene beiden wesentlichen Merkmale menschlicher Existenz, von denen die Griechen, also zum Beispiel Platon und Sokrates, kaum etwas wussten. Dass man in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten, mit denen die Weihnachtsoratorien die frohe Botschaft verkünden. Uns ist ein Kind geboren. Da kommt jetzt interessanterweise von einer Jüdin geschrieben, der Link zum Weihnachtsfest. Da können wir vielleicht nachher auch drüber reden. Das werde ich jetzt nicht mehr ausführen. Aber als Christinnen und Christen haben wir ja eine wunderbare Möglichkeit, die Geburtlichkeit zu feiern. Und wir machen das ja eigentlich jedes Jahr, weil wir ganz frenetisch Weihnachten feiern. Allerdings wird darüber theologisch nicht sehr viel nachgedacht. Und das ist zum Beispiel etwas, das wir dringend tun können, sollten. Ja, also theologisch wird ja alles auf Karfreitag und Ostern konzentriert. Und da ist der schlichte Satz ganz wichtig zu sagen, sterben kann man nur, wenn man geboren ist. Also ist eigentlich jetzt von der postpatriarchalen Theologie her gesehen Weihnachten mindestens so zentral wie Karfreitag und Ostern. Bei uns ist aber so in der Kirche, dass Weihnachten eher so theologisch ein Nichts ist. Also man hat dann so das Gefühl, ja, das ist was für Kinder und für Großmütter und da gibt es Plätzchen und Geschenke und Kerzlein und so, aber theologisch kein Schwergewicht. Und genau umgekehrt ist es. Es wäre interessant, auch mal zum Beispiel im Frauenmuseum in Hittisau mal eine Weihnachtsausstellung zu machen, aber eine andere Weihnachtsausstellung. Also nicht vielleicht schon auch mit Kerzchen und Gestecken und sowas, aber auch die Frage, wie könnten wir denn, wenn wir postpatriarchal denken, dieses Fest der Geburtlichkeit anders interpretieren? Können wir vielleicht nachher drüber reden. So, das war das neue Narrativ der Geburtlichkeit, dass wir nach dem Patriarchat im Zeichen des Klimawandels, der ja ein Naturereignis ist, das uns alle bedroht, dringend brauchen. So, damit bin ich schon zu Ende und jetzt bin ich gespannt, was Sie nachher dazu zu sagen haben. Ich freue mich aufs Gespräch und bedanke mich fürs Zuhören.